komme hier gerne zum Burgenland Cup. Ich bin jetzt ungefähr das sechste, siebte Mal da. Da müsste ich jetzt genau lügen, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Komme immer gerne wieder. Es sind super Stages, sind super Leute, sehr angenehm, tolle Atmosphäre. Also kann man fast nichts Besseres vorstellen. Ich bin der Thomas aus Kärnten. Ich komme das dritte Mal zum Burgenland Cup, muss ich sagen. Gewaltig aufgebaut. Ich komme immer wieder gern. Super Leute, super Organisation, wirklich gewaltige Organisation sogar. Super safe aufgebaut und wirklich ein Match, muss ich sagen, Spaß pur und zahlt sich für jeden aus. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann. Also wir haben froh, dass wir im Burgenland Cup gekommen haben. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder stattfindet. Es war ein super Match und wir könnten gern wiederkommen. Ich bin der Robert, komme aus Oberösterreich, bin jetzt das sechste Mal da am Burgenland Cup. Ist immer schön, da herkommen, man trifft nette Freunde und so. Ja, eine tolle Organisation und ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet. Anreise haben wir gerade 450 Kilometer aus dem Bayerischen Wald, Bayerisch-Kanada. Ja, mein Name ist Peter Mischig, ich komme aus der Slowakei und ich schieße schon seit 10 Jahren IPSC und diesen Sport mag ich. Ein sehr leibendes Match. Die ersten zwei Stages haben wir jetzt hinter uns. Sehr anspruchsvoll bei den ersten zwei Stages schon. Es war sehr viel Off-Balance-Geschichte dabei. Du triffst immer wieder die gleichen Leute. Es ist einfach angenehm, wie heimkommen. Es ist wie heimkommen. Ich bin jetzt, glaube ich, auf das zweite Mal auf dem Burgenland Cup und mir gefällt auch dieses Match und diese Umgebung, was ist hier. Das Highlight beim Burgenland Cup ist eigentlich die Geselligkeit. Die Geselligkeit, dass du sagst, du triffst Leute, die du kennst, aus internationalen Bewerbe, aus heimischen Bewerbe. Und du kannst die messen, dein Können messen, schießt miteinander und sitzt nachher miteinander noch und kannst damit quatschen und kommst mit den Leuten einfach immer wieder zusammen.